So, kommen wir zur zweiten Prüfung des Dschungels. Insel Imbroglio? Imbroglio. Was auch immer das bedeuten mag. Schauen wir mal. Besiege alle Gegner. Ein Zug, Zuglimit. Wow. Da haben aber einige Leute ein Schild. Scheiß, die waren, da sind gerade schon viele. Wie soll ich die denn alle besiegen? Hier sind 5. Da haben wir da vorne einen einzelnen, da haben wir nochmal 5. 11 Gegner. What? Wie soll ich denn das machen? Ah, ich sehe schon, hier vorne ist ein Durchgang. Ha! Hier führt ein Durchgang durch alle Typen hier durch. Aber gut. Aber hier vorne ist der Weg wesentlich kürzer. Ich verstehe. Ich verstehe. Und ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir den Typen, wenn ich den richtigen anvisiert bekomme, das ist der letzte, den man erweichen kann. Anscheinend ja, ne? Soll ich die erst umklatschen oder soll ich erst den Dingens reinhauen? Wir laufen erst durch. Erst durchlaufen. Erst durchlaufen, dann Fragen stellen. So. Also, du, du, du und du. Ihr seid alle ganz im Nu. Nicht die Mühe wert eigentlich, aber... Mich hat keiner gefragt. Schön, wie alle im Takt fallen. Wie die fliegen. So. Wenn der Effekt triggert 70% auf alle, dann sind alle weg. Wenn nicht, war Pech. Nicht alle. Trotzdem noch die Chance, das zu schaffen. Irgendwie. So. Machen wir den hier. Mit dem Bumerang von Donkey Kong könnte ich die alle umhauen. Feuer und Frost. Uiuiui. Geil. Nicht gut. Nicht gut. Warum sind die also so komisch weggeflogen? Total doof. Na gut. Vielleicht krieg ich es doch noch hin. Irgendwie. Ich komme nicht so in Reichweite bei dem. Nein. Wir müssen auf jeden Fall so machen. Na, haben wir auf jeden Fall nicht geschafft, würde ich sagen. Boah, das Feuer hat echt alles gekillt, ey. Das war ein gutes Bild. Gegner ist dran, den muss ich eigentlich gar nicht bewegen. Sonst killt er sich ja nur selbst. Eigentlich voll der Overkill. Honig-Effekt, klar. Und der bewegt sich auch noch. Verdammt. Hätte es nicht als erstes bewegen können? Aber wir haben keinen Angriff mehr, ne? Mist.
Versuchen wir es nochmal. Ich soll mir merken, das ist ein Feuerdingens. Das ist so ziemlich hart weh, wenn wir die treffen. Dann verstreuen sich alle in alle Winde. Das war doof. Frost und Feuer. Brauchen wir nicht. Gut. Ich könnte es natürlich auch andersrum machen. Aber ich glaube, mit Peach komme ich da nicht hin. Nein. Okay. Versuchen wir es nochmal mit der Reihenfolge hier. Auch wenn ich sagen könnte, ich mache den Magnetgroove und lasse die alle reinlaufen in den schrägen Blick dann. Das funktioniert. Ziemlich sicher. Dann würden wir eine Seite auf jeden Fall rausnehmen können. Und es wäre dann die Seite da drüben. Wenn ich Cranky allerdings nehme. Müsste ich entweder so machen, dass ich die alle hier treffe. Ja, das sollte klappen. Andersrum kann es auch funktionieren. Hier treffe ich zumindest kein Feuerding. So, der Bananarang nimmt nicht alle raus. Was er machen kann, ist das Ding mit dem schrägen Blick kombiniert. Könnte ich alle treffen und sie alle rausnehmen. Und wenn es klappt, dann kann ich sogar Cranky noch mal ein bisschen weiter schleudern. Ja. Ah, er ist ein bisschen zurückgesetzt worden. Na gut. Passt auch so. Ach, ich kann den gar nicht treffen. Ah, wie gemein. Gut, dann halt nicht. Dann versuchen wir es halt auf die handelsübliche Art und Weise mit. Wir nehmen Peach und kommen nicht weiter, weil wir nicht so weit laufen können mit ihr. Hammer schlecht, ey. Jetzt hätte ich mal upgraden sollen. Oje, oje. Hände hoch. Auch der... Ja, auch der Effekt ist nicht so geil, aber vielleicht kriegen wir erst Honig drauf und dann das Feuer. Das sollte funktionieren. Das heißt, wir machen hier den bösen Blick auf jeden Fall an. Klar. Ah, die Prüfungen haben schon ein bisschen mehr Inhalt oder ein bisschen mehr Schwierigkeit als die vorherigen. Wir können gerne mal auch den hier machen. Vielleicht triffst du den einen Typen da drüben noch. Mit dem Fass. Nein. Ah, das war doof. Ich hätte es direkt springen sollen. Hey, Cranky, kommst du vielleicht da hinten noch irgendwo ran? Nein. Die Map ist doof. Ich mag die Map nicht. Meh. Die Map ist doof. Ich bin selber doof. Total doof. Auch wenn ich gerade hinter die Dinge entstelle. Oh. Mal schauen. Hallo. Einen habe ich noch getroffen. Wow, die sind alle durcheinander geflogen. Ich hätte erst das Fass machen sollen, nachdem ich gesprungen bin. Ich vergesse mal, dass ich nicht springen kann. Aber es scheint irgendwo halbwegs richtige... die richtige Art und Weise zu sein. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Halbwegs. Nicht unbedingt korrekt. Aber halbwegs. So. Jetzt genau mal hier. Auch doof, dass sie teilweise überleben. Das ist, glaube ich, sogar das Schlimmste daran. Hopp. Einmal alle mit Frost. Dann den schrägen Blick. Und einmal in die Hände geklatscht. Oder?
Oder doch den Bumerang. 100% Chance, 70% Chance. Nehmen wir die 100. Wen greifen wir denn zuerst an? Wir greifen die mal so an. Okay. Restart. Aktiviert den schrägen Blick sofort, wenn er den ersten trifft, bevor er den zweiten getroffen hat. Ergo wird der zweite nicht getroffen vom zweiten Bumerang, weil er nicht in der Nähe ist. Ergo müssen wir in die Hände klatschen. Alles klar. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Es macht auch total Sinn. Macht es. Keine Frage. Oh, Moment. Ich glaube, ich habe Donkey Kong gerade selbst das Ding in rein. In Effekt. Oder? Ja. Doof. Aber super käme ich Cranky zumindest da hinten hin. Mist. Mist, Mist, Mist. Gibt wahrscheinlich eine komplett einfache Lösung für diese Prüfung. Eine komplett einfache Lösung. Ich wüsste eine. Brauche ich aber allerdings Rabbit Mario. Rabbit Mario und Donkey Kong würden so ein gutes Team abgeben. So ein unfassbar gutes Team. Stell dich mal nach da. Genau, so kann ich ihn werfen. So werde ich dann von Frost nicht getroffen. So. Schräger Blick. Und Banana Ring. Ich meine, volles Hut. Treffen sie alle noch? Nein. Warum treffen wir die auf einmal nicht? Ach, weil die schon down sind. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann geht's weiter mit Rabbit Peach. Die wird von hier das Ding losschicken auf die Typis. Nach da. Aktivieren das Feuer. Oh, ich habe vergessen, Cranky zu aktivieren, wa? Rip me. Ich habe vergessen, Crankys Fähigkeit zu aktivieren. Ah, bin ich doof. Aber vielleicht auch nicht. Ah, doch, es war ein bisschen doof. So, versuchen noch den hier. Na, da drüben. Oder machen wir das Fass auf die? Es reicht nicht komplett. So wird es auch nicht reichen unbedingt. Mit einer High Roll auf jeden Fall. Wunderschön. Was? Der hat überlebt. Nicht dein Ernst. Wow, der überlebt das. Krasser Typ. Muss ihm lassen. Krasser Typ. Hätte er nicht überlebt. Das wäre besser gewesen. Allerdings kann ich auch beide rausnehmen. Die da rankommen. Wenn, denn ich das jetzt aktiviere und beide treffe. Falls sie mich denn dazu durchlassen. Er darf zuerst. Er schießt zumindest zuerst. Er kommt sogar in die Nähe, das ist super. 70. Feuerschaden noch oder so? Nein.
Mist. 15 HP. Verdammt. Was mache ich nur mit dieser Prüfung? Was mache ich nur mit dieser Prüfung? Ich meine, die Idee ist gar nicht mal so dumm, da oben zu gehen, ne? Ich wünschte, ich könnte mit Dragon Peach die ganzen Leute hier antaggen, aber die sind so weit weg. Das eine kleine Feld hier. So, das Ding ist aktiviert. Komm ich eigentlich hin, wenn ich hier durchgehe? Aha. Auch nicht so schlecht an sich, die Idee, aber... Nee. Dann lieber doch durch diese Röhre hier. Fähigkeit haben wir schon aktiviert. Das heißt, wir schmeißen dich nach hier. Mit aktivierter Fähigkeit, glaube ich, können wir selbst den Frost abbekommen und können trotzdem die Fähigkeit einsetzen. Wäre mir zumindest ein Liebes. Oder wird die deaktiviert? Boah, das wäre echt mies. Nicht mal den Effekt bekommen? Auf keinen von denen? Das ist ein Witz. 70% Chance auf alle. Auf alle. Und nicht einer. Nicht einer hat's abbekommen. Wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ehrlich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Einer ist down gegangen davon, das ist echt traurig. Wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kein einziger wird getroffen von den 70%. Wow. Mann, Mann, Mann. Das ist ist richtig übel. Richtig, richtig übel. Aber es scheint so, als würde der Frost auch die Fähigkeit deaktivieren, wenn man sie schon aktiviert hatte. Ein bisschen doof. Aber es kann funktionieren, es wird funktionieren. Es kann und wird funktionieren. Auf jeden Fall, Mann. Ba-da-da-da-da-da-da-da. Vielleicht kriege ich hier Peachy noch ein bisschen näher ran. Das wäre cool. Schauen wir direkt mal in das Feuer vor. Vielleicht kriegt es auch noch ein bisschen Feuer ab und kommt näher ran. Dann können wir den Rest vielleicht ein bisschen auch zerstören. Hehehe. Na dann. Nein, anscheinend nicht.
Ah, vielleicht, vielleicht. Ja, ja, doch in der Nähe. Eigentlich ist der da ganz hinten weit weg. Ei, ei, ei. Ah, wie viel Leben hast du hier vorne? Au. Wie viel Leben hast du denn da hinten, bitte? 26? Als ob? Wie hast du nur 26 Leben? Hast du eine halbe Weltreise hier? Verlau? Unfassbar. Ich könnte zwei von denen rausnehmen, allerdings habe ich den da oben noch stehen. Sowas Blödes aber auch. Ah, es ist doof gelaufen. Wie macht man die Prüfung am besten? Es kann kein RNG sein. Es muss ja... ja, eigentlich... vorherbestimmt sein, wie man da durchkommt am besten. Es sei denn, ich könnte noch vielleicht einen Schritt mehr laufen mit meinen Charakteren. Ja, definitiv. Definitiv. Wow, schaut sich das einer an. Das ist eine herrliche Reichweite. So eine herrliche Reichweite. Aber leider bringt mir das nicht so viel. Es sei denn, ich sende Cranky mit rüber. Über die Seite. Oh. Wie weit kommt Cranky? Er kommt nicht komplett durch. Ich müsste hier vorne stehen bleiben. Also hier in dem Bereich. Okay. Den da, den da, den da und den da. Und schimm mich nach da. Ich dachte mal Cranky und dann schmeißen wir dich einfach mal hier hin. Aber nicht auf das Fass. Das haben wir schon einmal vorher. Genau. Mal von hier einen Banana Run machen. Oder aber ich mache den hier. Wir machen 105, das reicht nicht für die Leute da. Das tut reich, wenn ich so mache. Sehr schön, trifft alle. Einer hat überlebt. Wirklich? Wow, löblich. Ah, die Typen da vorne bewegen sich nicht. Nein. Der da unten kann sich aber bewegen. Mit dem guten Fass ist er aber auch weg.
Was passiert, wenn ich einen Cranky nehme und laufe? Wie komme ich denn da? Ich käme bis nach da oben und könnte den Bein da hinten das Wasser reinballern. Ich muss ihn auf jeden Fall das Wasser reinballern. Heißt, ich werde dich hier anditschen. Boah, Alter. So ärgerlich. Geh nach da. Aktiviert den bösen Blick. Oder Grumpy du. Mach den da hinten hin. Und hoffe, dass er beide trifft. Meine Herren, der Schaden. Enorm. Frost. Wirklich. Als ob er sein Frost-Scheißding trifft. Ich krieg eine Weise. Ah, come on. Es hätte reichen können. Weh. So Mist aber auch. So ein Scheiß. Den treffe ich nicht. So kann ich es machen. Ich glaube, wir haben mehrere überlebt, ne? Boah, da oben einer mit 5. Mies. Da unten einer mit 72. 72? Scheiße, Mann. Übel, übel. Ah, ich kann nur zwei von denen anvisieren. Ah, na, herrlich. Ist das herrlich. Herrlich, herrlich, blöd und so. Mal schauen, was da passiert. Kommt das Ding? 14 Felder, ne? An sich großer, großer Mist. Verdammt, bin ein Feld außer Reichweite. Aber auch nur, weil das Ding nicht durch die Röhre will. Blödes Scheißding.
Bei mir gerade ein Frust. Am Arsch. Oh, die Kleinen sind ja hart nervig. Ah, why? Why? Alle weg. Sehr schön. Hey, ist geklappt. So doof das klingt, das funktioniert. Ah. Es funktioniert! Es ist so lächerlich, dass es funktioniert. Nein! Das ist echt bekloppt. Dass man so da rumlaufen muss. Ist ja derbe. Ich denke mal, das Juchzen in der Reihe, komm, nutzt den Hochsprungbonus oder sonstiges, aber nein, es funktioniert richtig, richtig gut. Hasta la vista. Arschgesicht. Unfassbar. Die Mission ist irgendwo halbwegs schwieriger als gedacht. Halbwegs. Aber machbar. Boy. Ha. Oh Mann. Wie lange seid ihr denn nicht da dran?